Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Inquisition. Immer noch in den Hinterlanden natürlich und immer noch auf dem Weg zu Nebenmissionen, die wir erledigen können. Und zum Beispiel mal kurz gucken, da hinten gibt es noch ein Lyrium-Vorkommen. Was ist hier? Oh, hier ist auch noch was. Okay. Da wir eh gerade hier in der Nähe sind, gehe ich jetzt erstmal... Was ist da oben? Ja, ich glaube, das ist nämlich da oben. Das heißt, ich muss nochmal zurück. Hm, na toll. Oder kann ich zufällig hier hoch? Ich glaube, es fast nicht, aber... Vielleicht hier. Wahrscheinlich nicht. Oder? Doch. Cool. Dann schauen wir nämlich, was uns hier erwarten wird. Ist nämlich auch irgendwas. Oh, cool. Das können wir beanspruchen. Na, wenn es so ist, machen wir das. Die Tyrda Strahlaxt-Sage. Avarmutar. So. Vierte Strophe. Das lese ich jetzt nicht vor. Ihr könnt das gerne lesen, wenn ihr möchtet. Ne? Einmal nur kurz... Pause drücken, wisst ihr Bescheid. So, damit haben wir das gemacht. Jetzt muss ich aber kurz... Oh, hier ist noch eine Leiche. Mit einem Brief wahrscheinlich. Schlüssel zu Großmutters Hütte. Geil. Ein Räuberschwert. Brief gefunden bei einer Leiche. Bruder, ich bin aus dem Zirkel geflohen, aber ich will mit dieser wahnsinnigen Rebellion nichts zu tun haben. Die Templer und meine Brüder sind beide verrückt geworden. Und ihr Krieg hat buchstäblich den Himmel zerrissen. Einige der anderen Isolationisten haben die Flucht vorgeschlagen. Und ich werde ihrem Beispiel folgen. Ich habe dich zu lange nicht gesehen. Und es kann in Haven nicht sicher sein. Wenn du es an den Banditen und Dämonen vorbeischaffst, findest du mich in Großmutters altem Haus nordwestlich der Kreuzung. Mit deiner Klinge und meinem Stab könnten wir diese Sache gemeinsam überstehen. Okay. Und dann können wir zu Großmutters Hütte, wie es scheint. Aber alles wird hier nicht angezeigt, kann das sein? Ich weiß es nicht genau. Aber ich werde die Quests auf jeden Fall so auch ein bisschen nach und nach mal durchgehen, weil irgendwie muss man ja Struktur reinbekommen in die ganze Geschichte. Wird ja sonst nichts. Wenn ich einfach ziellos umherlaufe, ne, ist blöd. So, was haben wir denn eigentlich da hinten? Weil da ist zwar theoretisch keine Quest, aber trotzdem will ich da mal hin. Einfach mal schauen. Oh doch, da ist wohl was. Da ist ein Riss. Habe ich doch gesehen. Hat doch durchgeblitzt hier durch die Bäume. Aber da wurde keiner angezeigt, ne? Ist das ein Riss? Ja, bestimmt. Es ist irgendwas Böses. Es ist aber kein Riss. Was ist das? Aha. Es ist doch ein Riss. Moment. Mal gegen dich hier kurz, weil du bist mir ein bisschen zu nah dran, mein Freund. Ja, mein... Warte ich mal kurz in Ruhe. Hilfe, ich brenne! Verdammt, ey, wir müssen unbedingt unsere Vor... Hallo! Hilfe! Ich werde attackiert. Es geht doch nicht. Ach, okay! Ah, diese Fähigkeit ist davon abhängig... Ich kann dir nicht helfen. Die ist davon abhängig, was wir für eine Fähigkeit, also was wir für einen Stab haben. Ups. Okay, ich muss weg. Oh nö, jetzt hat er wieder ein Schutzschild aufgebaut. Okay, der ist ganz schön schwer, der Gegner. Was ist denn der für ein Level? Wo ist denn der hin? Hallo? Gegner? Wo bist du hin? Du bist weg. Er ist weg. What the fuck? Okay, das war ein etwas härterer Gegner. Level 8 ist der, okay. Kein Wunder. Dass der so krass drauf ist, ne? Okay, Feuer wird wahrscheinlich überhaupt nichts bringen. Da wird er immun gegen sein. Aber man kann es ja trotzdem mal probieren. Gut, klar, dass sie wieder tot ist. Sie hatte eh kaum Leben. Scheiße, Feuer bringt mir natürlich überhaupt nichts, ey. Das Blöde ist, alleine kann ich den nicht besiegen. Das heißt... Du kriegst mal einen Heiltrank und ja, müssen wir jetzt mal hoffen, dass das irgendwie was wird, ne? Das Blöde ist, ich kann auch nur auf zwei Fähigkeiten hier gerade zurückgreifen. Oh nö, warum bin ich denn tot? Varric, verschwinde! Solas! Boah, scheiße, abhauen. Achso, hier verlassen wir dann den Kampf, oder was? Ach so. Okay, das Problem ist, ganz ehrlich, ey, da können wir nichts machen. Ich bin zu schlecht. Ich bin weg.
Also vornehmlich liegt es auch ein bisschen daran, dass wir momentan keine Heiltränke mehr haben. Und so ein Level 8 Gegner ist schon ganz schön heftig. Winterwachtturm. Desertierte Templer. Wo? Mal sehen, ob ich... Tötet sie alle. So, jetzt können wir auch ein bisschen Feuer machen. Fire in the hole. So, das sind Gegner nach meinem Geschmack. Die sind einfach, die kann man recht schnell besiegen. Ja, überhaupt kein Problem für mich. Braucht ihr irgendetwas? Was? Ich sollte mich vielleicht langsam mal zurückmelden. Kenn ich dich? Bist du von der Inquisition? Warum hast du dich nicht zurückgemeldet? Das ist unglaublich. Ritz, was geht ab? Braucht ihr irgendetwas? Achso. Ich sollte mich vielleicht langsam mal zurückmelden. Ja, oder du guckst dir noch ein bisschen in die Gegend, durch die Gegend, das ist auch okay. Ja, nur keine Hektik. Wo gehe ich denn jetzt eigentlich hin? Mal so, by the way. Oh, hier ist noch ein Fragezeichen, was hier? Ach, da kommen wir zur Weltkarte, okay. Der Verführer brennt! Was genau heißt denn, der Verführer brennt? Was will mir das jetzt sagen? Ach so, da muss ich aber in die Stadttür rein, kann das sein? Hm, mal gucken, ob wir das müssen. Ich muss, glaube ich, zum Camp zurück, damit wir unsere Vorräte aufstocken können. Sonst sieht's nicht gut aus. Ach, Verkünderin Anais. Ich kenne euch. Man nennt euch den Herold Andrastes, aufgrund dessen, was ihr in Haven getan habt. Aber seid ihr das auch? Der Erbauer hat es mir nicht gesagt. Mir auch nicht. Nein, bin ich nicht. Ach, was weiß ich. Nö. Ich bin nicht der Herold Andrastes. Genau wie ich es vermutet hatte. Die Geschichten, ihr würdet die Risse beherrschen, sind nichts anderes als blinde Ketzerei. Nein, das ist was anderes. Ich kann die Risse schließen. Dann beweist es. Zeigt mir, dass sich die Risse eurem Willen beugen. Dem Willen des Erbauers. Zeigt mir, über welche Macht ihr verfügt. Dieser Kult. Was macht ihr hier draußen? Was wird eurer Meinung nach geschehen? Die Kirche ist gefallen und hat dadurch ihre Unvollkommenheit offenbart. Der Gesang des Lichts war eine Lüge. Es war überheblich zu glauben, sterbliche Lippen könnten den Willen des Erbauers in Worte fassen. Also warten wir in Stille. Der Erbauer hat den Himmel geöffnet. Schon bald wird er seine Auserwählten zurück in die goldene Stadt rufen. Ah ja. Auf ein andermal. Möge euch der Erbauer wieder zu uns führen. Komm ich hier rein? Ah, Tatsache. Okay, die Frage ist natürlich, will ich hier überhaupt schon rein? Naja, kann ja nicht schaden, wenn man hier drin ist. Sage ich jetzt mal. Es ist nur natürlich, dass einige darauf verfallen, die Bresche anzubeten. Wenn auch nur in der Hoffnung, sie zu besänftigen. So, ist jetzt meins. Lornans Exil. Der Erbauer hat den Himmel aufgerissen. Sobald die Dämonen die Lass mich vorbei! Okay. Werden die Gläubigen erhoben. So, wo muss ich denn hier hin? Hier ist irgendwo was. Ist das hier oder ist das... Hier ist auf jeden Fall was zum Plündern. Dann mache ich das mal. Blutlotus. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ich glaube, hier ist falsch. Wie komme ich denn da oben hin? So, jetzt sind wir in einem... Ja, eine Stadt würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen, aber... Liebe ist geduldig. Gepriesen sei der Herold Andrastes. Ah ja. Ich sagte euch doch, wir sind in Sicherheit. Moment, wo komme ich hier hin? Das könnte. Ah, warte mal, das könnte über mir sein, theoretisch. Erstmal gucken, was ich hier plündern kann. Hallo, ich bin der Herold Andrastes. Ja, kein Thema, ich darf das. Ich habe sehr viele Kosten. Die müssen gedeckt werden. Tut mir fast leid. Ring der Barriere durchringen. Ich sollte vielleicht auch mal die Ringe langsam mir angucken und mal benutzen. Wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. So, hier komme ich doch wohl der Quest näher.
Lord Bernard. Bernard. Nee, Berand. Berand. Entschuldigt bitte. Seid ihr auf eurem Weg hierher zufällig einer jungen Adligen mit blondem Haar und hellgrünen Augen begegnet? Lady Velina sollte hier sein. Wir müssen zusammen sein, wenn der Erbauer erscheint. Ich habe am Fuße des Hügels den Leichnam einer jungen Frau gefunden. Sie hatte einen Brief bei sich. Dieser Brief. Velina ist tot? Aber wir waren dafür bestimmt, zusammen zu sein. Der Erbauer würde uns nicht voneinander trennen. Was soll ich jetzt nur machen? Oh. Tretet der Inquisition bei. Die Inquisition braucht Männer, deren Glaube so stark ist wie der eure. Schließt euch uns an und helft uns, die Ordnung wiederherzustellen. Ja. Wie könnte ich hier in den Hügeln warten, während gleichzeitig Unschuldige sterben? Ich werde das Wort des Erbauers mit dem Schwert verbreiten. Meine Männer und ich werden unsere Stärke in den Dienst der Inquisition stellen. Ich danke euch. Sauber, Junge, sauber. Sehr schön. Emissär gewonnen. Okay. Was ist der? Achso, der steigert unseren Einfluss oder was? Reden wir mal mit dem Emissär. Lady Velina hätte diesen Ort geliebt. Achso, das war schon. Wie soll ich Ihnen denn einen Rat geben? Er will mit mir nicht reden. Nochmals vielen Dank. Lady Velina hätte diesen Ort geliebt. Na gut. Wenn er keinen Rat von mir möchte, ist mir das ja egal. So, okay. Hier gibt es aber noch ein Winterwachthöhlen und hier gibt es natürlich noch ein bisschen gepriesen sei der Herold Andrastes. Einige Kultisten wünschen sich einen Beweis, dass die Risse im Schleier kontrolliert werden können. Das Problemchen, was ich gerade sehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, ich war jetzt in so einem kleinen Bereich. Guck mal, was hier noch alles ist, ey. Puh. Da kann ich schnell hinreisen. Das Problem ist, kann ich auch hier wieder schnell hin... Nee, da war ich noch nicht. Kann ich hier schnell hinreisen? Nämlich nicht. Was natürlich bedeutet, ich werde hier das Ding noch nicht verlassen, weil das wäre jetzt ziemlich blöd. Ich springe einfach mal von hier runter. Okay, es gibt Fallschaden. Also nicht sehr clever, von irgendwo runter zu springen. Ja, gut. Ich hoffe, das sind nicht so schwere Gegner, dann haue ich die eigentlich locker weg. Aua. Ich brauche Hilfe. Sind die jetzt weg? Nee, sind noch nicht weg, alles klar. Ich wollte mich nur ein bisschen in Sicherheit bringen, aber wir haben alle nicht so viel Leben. Das ist irgendwie das Problem. Und ich will jetzt auch nicht unbedingt sterben, ehrlich gesagt. Da kommen noch mehr. Gut, niedere Schrecken. Schon wieder, natürlich. Oh, ich bin tot. Okay, Varric. Rette ihn! Das Coole ist, der kommt mit mehr Leben wieder, als er gerade hatte. Ist doch nice. Oh. Ich will... Nein! Ich darf nicht wechseln, warum kann ich... Verdammt! Na gut. Dann halt Varric. Ich muss gerade bei ihm bleiben, das ist irgendwie uncool. Boah, ich brauche unbedingt Heiltränke, ey, ohne Spaß, ne? Warum kann ich sie nicht wechseln? Die Leute sollten diese Gegend verlassen. Hier ist es zu gefährlich für sie. Das hier ist ihre Heimatsucherin. Okay, es ist irgendwie gerade ein bisschen blöd. Warum kann ich jetzt auf einmal den Charakter nicht mehr wechseln? Habe ich ihn irgendwie gelockt oder so? Ich weiß es nicht. Naja, dann macht Larrick das halt. Der kann das auch. Ganz plötzlich. Nur der Herold. Ja, aber ich kann auf den Herold nicht wechseln, verdammt. Warte mal kurz, ich muss das anders machen. Taktikansicht. Oh, und Spaß, ich kann nicht wechseln. Ja, wie beschützen? Nix beschützen, geh weg, nix beschützen. Böse, böse. Das ist voll dumm, ich kann nichts machen. Ist ja voll Stulle. Kann ich ihm vielleicht eine Anweisung geben? Dir? Du? Hier?
Aber er kann nicht interagieren. Er muss interagieren, aber ich kann ihn nicht auswählen. Okay, das ist irgendwie gerade total dumm. Denn das bedeutet, wir müssen jetzt erstmal diesen Kampfbereich hier verlassen und hoffen, dass ich dann wieder den eigentlichen Spieler auswählen kann, also mich. Boah, Scheiße, was habe ich denn gemacht? Ich kann nicht mehr wechseln, was ist das? Was soll das für ein Scheiß? Okay. Wie dumm. Ohne Spaß, das ist voll dumm, ich kann nicht wechseln. Wie kann ich denn nochmal wechseln? So, ne? Geht nicht, ich kann nicht wechseln. Ich kann gerade die Figuren nicht wechseln. Das macht gerade überhaupt keinen Sinn, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht, was ich da machen kann. Ich kann einfach mal das benutzen. Einfach so, just for fun. Ha. Ja, ist jetzt super. Ich komme hier nicht. Ich kann nur noch Varric gerade spielen. Ja, so beschützt er ihn. Ja, toll, dass ich das so machen kann. Aber ich will ja eigentlich die irgendwie. Ja, geiler Scheiß, würde ich mal behaupten. Ich kann gerade die Figur nicht mehr wechseln. Habe ich irgendwie so, kann man die festlegen? Ich muss mal ganz kurz Steuerung. Ach, Spurten können wir auch. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Interagieren ist F. Ah, okay. Suchen, Ziele wechseln. Standardangriff. Pause fortsetzen, taktische Ansicht, vorwärts bewegen. Mein Ziel angreifen, Position halten, Rückzug, Fähigkeitenfeld, bla 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 bla. Reittier rufen, absteigen, mit Komma. Soll das das Komma sein oder das Apostroph, keine Ahnung. Gruppenmitglieder auswählen, ja, aber das geht leider nicht. Das ist irgendwie doof. Wenn ich das mal so sagen darf. Blöd. Ich kann nämlich den Riss nicht schließen, weil der Varric kann damit ja nicht, jetzt müssen wir die natürlich nochmal neu besiegen. Vielleicht kann ich Varric einfach mal sterben lassen. Durchaus eine Variante. Tötet Varric. Hallo. Hier bin ich. Hallo. Die greifen irgendwie nicht wirklich an, kann das sein? Ich stelle mich einfach mal hier hin, die soll mich angreifen und gut ist. Weil wenn er tot ist, muss ich einen anderen auswählen können. Jetzt darf natürlich kein anderer sterben, sonst ist es blöd. Hallo. Angriff. Ich werde mich mal jetzt nicht wehren. Ja, bist verletzt, papalapap. Kann ich jetzt auch nichts für. Varric muss sterben. Hallo, hier angreifen. Ganz ehrlich, man macht doch nicht mal was und die kriegen die in den Griff. Das kann doch nicht sein. Tötet doch mal Varric jetzt. Meine Fresse, ey. Wie schlecht das ist, wa? Okay, die sind tot. Wie komme ich denn hier wieder raus, ey? Was habe ich denn gemacht? Irgendwas muss ich ja gemacht haben. Ich weiß aber leider nicht, was. Ha. Set ist ein really großes Fragezeichen für mich. Ich habe keine Ahnung. Okay, ich würde sagen, wir gehen hier nochmal raus. Ist doch kein Problem. Ich lasse die jetzt mal stehen. Ich will das jetzt noch hier schaffen. Was ist das für ein Scheiß, ey? So, pass auf. Wir gehen in die Taktikansicht. Mal ganz kurz, beziehungsweise, ja, Taktikansicht passt schon. Ah ne, ich kann ihnen da gar nichts befehlen. Ich kann nur sagen, Position halten. Varric ist der Einzige, der sich bewegen darf. Los! Attacke! Killerzwerg! Ist, ja, passiert trotzdem nichts, wie es scheint. Jetzt hört doch mal auf, die zu töten. Kann ich nicht sagen, hört auf anzugreifen. Hier, tötet mich. Da kommen auf jeden Fall gleich noch welche. Ich stelle mich schon mal hier hin. Varric muss jetzt sterben, ey.
Jetzt ist natürlich der tot. So, kommt schon, hier. Hier bin ich. Tötet mich. Nehmt mich. Da bin ich. Guck mal, ich stehe einfach hier so rum. Ich mache auch nichts, ich wehre mich nicht. Einer noch. Komm, einen Schlag noch und er ist tot. Geht doch. Und ich kann immer noch nicht wechseln. Jetzt darf ich. Aber jetzt habe ich nur... Toll. Ach, das ist doch ein Bullshit. Ich kann die Figuren gerade nicht wechseln. Jetzt gehe ich hier erstmal wieder raus, weil das ist totaler Schwachsinn gerade. Ich bin irgendwie in so einem komischen Lock drin, ne? Und da bist du nur eine einzige Figur, die ich spielen kann. Ich weiß nicht, wie ich das aufheben kann. Geht das vielleicht so? Nö. Ja, ist geil. Ich kann nicht mehr auf den, ja, auf den Charakter wechseln. Ich habe gehört, eure Bücher sind recht erfolgreich. Aus dem Grund beende ich jetzt die Folge. Ich muss jetzt gucken, wie man das irgendwie wieder verbessern kann oder wie man das wieder ändern kann, weil das ist ja voll scheiße. Ganz ohne Sarkasmus. Und das ist richtig scheiße. Hoffe, ich krieg das irgendwie hin. Bedanke mich bei euch. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.